Hallo YouTube und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich wieder etwas zum Auspacken bekommen, und zwar das neue iPad Pro in der 12,9 Zoll Variante. Da die neuen iPads ja schon fast so schnell sind wie das 13 Zoll MacBook Pro, aber viel leichter sind und auch eine längere Akkulaufzeit haben, habe ich mich dazu entschlossen, mir das 12,9 Zoll iPad zu holen und damit über iMovie unterwegs Videos schneiden zu können, da für mich persönlich das 10,5 Zoll Modell zu klein ist und das 15,4 Zoll MacBook Pro zu wertvoll. Das war es jetzt aber mit der Info und ich packe es jetzt mal aus. Wir können hier schon ganz kurz erkennen, iPad Pro steht hier drinnen. Jetzt ziehe ich hier noch die zwei Taschen hier raus. Dann kann ich das hier perfekt rausnehmen. Wow, also man kann schon sehr gut erkennen, das Ding ist riesengroß. Hier haben wir iPad Pro stehen. Hier drüben nochmals das App-Logo. Hier haben wir wieder iPad Pro stehen. Und hier wieder das App-Logo. Ich habe die Variante mit 256 GB, wie man hier sehr schön lesen kann. Und ja, das ist das iPad einmal. Jetzt packen wir es aber ganz aus. Dafür gehe ich jetzt mal her und schneide es hier mal auf. Sehr schön. Lösen hier mal das Plastik herunter von der großen Verpackung. Ja, hier auch noch. Dann hier herum auch noch. So, dann drehe ich es hier wieder um. Dafür heben wir es einfach mal den Deckel hier an. Ups, wenn ich das schaffe. Das Ding hält sehr gut. Hui, aber jetzt. Tada! Und ja, es ist riesengroß. Ich tue es hier mal raus. Lege es mal hier auf die Seite. Hier haben wir noch ein Aufladekabel, wie ihr sehr gut erkennen könnt. Das kann ich mir nachher auch noch ansehen. Hier ist das Aufladekabel. Also mal das Lightning-Kabel. Hier drinnen haben wir noch einen Zettel mit ein paar wichtigen Daten noch. Hier und hier am Schluss haben wir noch zwei Apple-Stickers. Das brauchen wir aber auch alles jetzt nicht. Packen wir auch wieder ein. Dann haben wir hier auch noch das 12 Watt Netzteil für das iPad, wie es bei allen großen iPads Standard ist. Das war es jetzt aber an Zubehör. Ich lege die Verpackung zur Seite und jetzt widmen wir uns dem iPad selbst. So, da hier haben wir noch die Oberseite, wie man ganz schön sehen kann. Hier haben wir noch die Rückseite und wir können ja auch wieder ganz gut erkennen, wie dünn dieses Tablet ist. Also wirklich, das ist sehr dünn für diese Größe. Aber ich packe es jetzt mal aus. Dafür ziehen wir einfach mal hier ran. Hier hinüber. Dann tue ich hier auch mal ganz vorsichtig heraus. Lege sie nochmals ganz kurz her. Upsala. Sehr schön. So da. Ich krieg's jetzt fast gar nicht mehr hoch. Okay. Hier haben wir stehen iPads. Den Apfel haben wir hier noch. Hier ist die neue Kamera, wie wir hier sehr gut sehen können. Hier haben wir noch ein Mikrofon. Oben haben wir nochmals ein Mikrofon. Hier haben wir die vier Lautsprecher. Auch hier auf der anderen Seite. Hier und hier. Hier haben wir den Lightning Adapter. Hier haben wir den Smart Connector. Hier haben wir den Fingerabdruck. Das ist das große Apple Logo. Ach ja, hier noch haben wir noch die Lautstärke-Tasten. Die Taste zum Einstellen des Sperrzustandes gibt es leider nicht mehr. Den Blitz haben wir auch noch. Und hier haben wir jetzt noch das iPad von vorne. Wir können ja auch ganz gut erkennen. Hier ist der Home-Button. Das ist ein ganz normaler Knopf, den man ganz normal drücken kann. Und hier heroben haben wir noch die FaceTime-Kamera. Ich starte es jetzt einmal. Genau,
und lege sie mal so auf den Tisch, damit ich sehr gut hersehen kann. Jetzt kann ich noch als Sprache Deutsch auswählen. Österreich als Land. Ich kann sie natürlich noch ein bisschen in die Höhe halten, dann sieht man es hier auch besser. WLAN wählen, natürlich nehme ich hier Mike's HomeNet. Das gebe ich hier ganz kurz mein Passwort ein. Sehr schön, habe ich eingegeben. Dann warten wir wieder ein bisschen weiter. Das Aktivieren des iPads kann einige Minuten dauern. Wartungsdienste aktivieren wir. Oder nein, warte mal. Ja doch, die aktivieren wir. Touch ID. Ich gehe hier schnell auf Fortfahren. Das können wir auch hier ganz kurz machen. So, jetzt muss ich hier noch schnell die Position ändern. Zweimal hier vorne, hinten, seitlich. Perfekt, dann wieder fortfahren. Als neues iPad konfigurieren. Noch kurz, es kann einige Minuten dauern, es ist natürlich schon fertig. Drücken wir wieder auf Akzeptieren. Das Einrichten ihrer Webseite, die kann einige Minuten dauern. Und es ist auch gar nicht schwer, finde ich. Also ich finde, das Ding ist ziemlich leicht. Und vor allem so dünn. Das müsste ich mal geben, wie dünn das Ding ist. Boah, ultra dünn. Und wirklich ziemlich leicht. Also man kann es schon richtig angenehm in den Händen halten. Den Schlüsselbund will ich nicht haben. Fortfahren. Das True Tone Display. Ja, das können wir auch lassen. Willkommen beim iPad. Los geht's. Und hier sind wir auch schon beim neuen iPad, das wirklich voll flüssig funktioniert. Jetzt zeige ich euch noch ganz kurz einen Schutz für das iPad. Den packe ich jetzt auch gleich noch aus. Weil ich will das Ding nicht hier auf den Tisch legen oder so, wegen den Kratzen, was man reinmachen kann. Und das zeige ich euch jetzt noch ganz kurz. Bis gleich. Und zwar, für das iPad habe ich hier diesen Schutz besorgt von Kömmel, den wir hier sehr gut sehen können. Den packe ich jetzt auch noch hier kurz aus. Ich glaube, da gibt es nichts Besonderes. Okay, dann fahren wir einfach mal so rein und reißen das Ding hier auf. Uah, sehr schön. Ich kann mir das hier auch einfach raustun. Tun hier mal das auf die Seite. Ich werde auch nochmals Kümmer erinnern, aber hinten nicht. Es ist wirklich hier nichts oben. Fühlt sich auch ziemlich stabil an. Ja, das ist es halt. Hier tue ich das iPad jetzt gleich mal hinein. Ganz vorsichtig natürlich. Okay. Ich glaube, es ist drinnen, ja. Cool, so sieht es dann nachher aus. Können wir hier ganz gut erkennen. Ganz schön gemacht. Auf dieser Seite ist nichts. Hier haben wir den Kopfhöreranschluss. Der Mikrofon, das zweite Mikrofon, der Blitz und die Kamera. Und hier natürlich noch diese zwei Dinger. Und es ist ja alles sehr gut verpackt. Wenn ich jetzt wieder hier. Das heißt, das funktioniert auch. Und ja, es ist jetzt natürlich um einiges schwerer geworden. Aber dafür ist es jetzt sicher drin verstaut. Ich empfehle jedem, der sein Tablet lange haben will, dass er sich einen Schutz kaufen sollte. Das war's jetzt auch schon mit dem Video. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.